Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und heute endlich mit dem Destination Europe Let's Play und damit begrüße ich Tom Arter. Hallo Tom. Hallo Arti, freut mich wieder hier zu sein. Genau, wir spielen Destination Europe. Und jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's ans Genau. Eingemachte. Nachdem wir beim letzten Mal die ganzen Positionen und Regeln mal ein bisschen besprochen hatten. Genau. So, und nochmal zur Erklärung für die neu Zugezogenen. wir haben jetzt hier, das ist halt so ein Kartenspiel, du kriegst die Karten vorgelegt und wir müssen über jetzt bestimmte Ereignisse diskutieren. Und im Folgenden, in diesem PDF-Dokument, seht ihr auf der linken Seite immer die Vorderseite von der Karte, wenn wir es jetzt spielen würden, und auf der rechten Seite die Rückseite. So. Und wir haben erstmal Ereignis 0, das ist wahrscheinlich so ein Einführungstext hier. Europa und Migration. Migration war schon immer ein fester Bestandteil der europäischen Geschichte. Es ist noch gar nicht so lange her, dass mehr Europäer den Kontinent auf der Suche nach besseren Möglichkeiten verließen, als Menschen eingewandert sind. Heute kommen die meisten Migranten von außerhalb der EU auf regulärem Wege wegen ihrer Familie, Arbeit oder Ausbildung. Asylbewerber, von denen einige mit Booten ankommen oder Landgrenzen überqueren, machen im Durchschnitt weniger als ein Fünftel dieser Ankünfte pro Jahr aus. Aha. Ja, also das wird schon so stimmen. Trotzdem sind das dann immer noch verdammt hohe Zahlen von diesen Asylbewerbern, weil. Es sind halt keine Asylbewerber. Also, die kommen einfach her und schaffen Tatsachen. Ne? Das ist. Ja, also. Da geht's schon los, finde ich. Naja, wobei ich dazu sagen muss, mit dem Asylbewerber, an sich dieser Begriff Bewerber ist ja neutral. Ich kann mich ja bewerben und dann nicht bekommen. Das Problem ist, wenn ich das Asyl dann nicht bekomme, dann müsste man eigentlich sofort sagen, tschüss, Ja, aber sie, so wie Abflug. es hier steht, sie überqueren ja einfach trotzdem die Landesgrenzen oder die Seegrenzen. Ja. Stimmt, selbst Also das ist eigentlich schon ein Skandal. Das steht hier sie so. bleiben nicht in Tunesien und sagen, hallo, ich möchte gern Asyl in Italien. Du hast recht. Ne? Du hast recht, ja, das steht hier so da, als wäre das so als Gott gegeben, so als wäre das die normalste Welt. Ja, die kommen halt mit Booten über die Landesgrenzen. Aha, warum lassen wir die denn über die Landesgrenzen zum Genau, Beispiel? Also, ja. da geht's schon los. Und das Und ist das jetzt wird sie auch jetzt hier der, durchziehen. genau, das ist auch der Plot jetzt. Ein Boot im Mittelmeer. Ich lese mal Genau, vor. genau. Bitte. Die meisten Migranten kommen auf legalen Wegen in die EU. Okay, um zu arbeiten, zu studieren oder um zu ihrer Familie zu gelangen. Einige erhalten jedoch nicht die für die Einreise erforderlichen Papiere. Szenario: Ein Boot mit 200 Menschen treibt im Mittelmeer vor der afrikanischen Küste. Einige der Passagiere fliehen um ihr Leben. Andere hoffen, in Europa bessere Jobs und Möglichkeiten zu finden. Ahmed, Femi sind auf diesem Boot. Jasmin ist noch zu Hause und überlegt, ob sie in die EU ziehen soll. Was soll getan werden? Alter, das Boot treibt im Mittelmeer vor der Ups, afrikanischen Entschuldigung. Küste. Dann geht's Afrika an und nicht uns. Und Ah, das. aber Ja, Operation Sea-Watch hat da andere Pläne. genau, die holen die sofort rein. Ist klar, Ja. aber. Ah, Gott, dieses Framing. Also der erste Satz stößt mir schon ein bisschen auf. Die meisten Migranten kommen auf legalen Weg in die EU. Ist das so? Einige. Naja. Klar, das hatten wir ja vorhin im Einleitungstest gelesen, dass die meisten, ich denke, das wird schon so sein, klar. Also ein Fünftel haben die ja gesagt in dem Einleitungstext, ein Fünftel wären Asylbewerber oder so. Also wenn Ja. ich an 2015 denke, würde ich das mal so ein bisschen hart. Oder halt auch an jetzt, was wieder 2015 reloaded ist. Eigentlich hast du schon recht. Also es ist erstaunlich. Also da müsste man echt mal recherchieren, wie das ist. Kann ich jetzt leider nicht beantworten. Gut, einige erhalten jedoch nicht die für die Einreise erforderlichen Papiere. Ja, wenn sie die nicht erhalten, dann können sie auch nicht einwandern. Also Ja. auch dieser Satz, weißt du, vor allem wie das weitergeht, also die wollen uns ja eine Story erzählen. Einige erhalten nicht die für die Einreise erforderlichen Papiere. Ein Boot mit 200 Menschen treibt im Mittelmeer, weil die Papiere nicht bekommen haben. Hä? Also das ist schon wieder die Kausalität, wird hier durcheinander gebracht. Also. Und ja, wie du schon sagst, es treibt, also der Treibstoff ist schon aufgebraucht und ach, Ja, Mensch, weil die mit Absicht genau wir sich in hungern hier irgendwelchen. schon und
Die ätzen sich natürlich, die sind ja auch der doof, mit Absicht in die hinterletzten Schlauchboote, von denen die wissen, dass die irgendwann gerettet werden müssen, weil die sonst untergehen würden. Die spekulieren halt mit diesen ganzen Organisationen wie Sea-Watch, mit diesen NGOs, Richtig, dieser Riesenschweinerei. ich gebe das auch den Schleppern, dass die irgendwann gemerkt haben, ja, wir können ihnen doch so ein löchriges Schlauchboot geben, ne? Ja, sicher. Die 3 Kilometer schaffen sie und dann kommt halt irgend so ein Kutter und fischt die auf und ich habe hier nochmal 1000 Euro mehr gemacht, ne? Anstatt ein Ja, richtiges sicher. Schlauchboot zu nehmen. Ja, natürlich. Und Ziel wenn die erreicht. absaufen, scheiß drauf, ne? Pff, Genau. die haben ja vorher Ja, schon bezahlt, ne? muss man leider auch dazu sagen. Ich meine, diese Schlepper, das ist ja nun mal kriminell, was sie machen. Also, und so denken auch Kriminelle. Also, dir geht es da jetzt nicht um den Traum vom Ahmed und dem Femi, dass Richtig. der von Würde träumt oder so. Der Schlepper will sein Geld und dann Abflug. Der Schlepper hat wahrscheinlich selber eine Familie und denkt, denen soll es gut gehen, ne? Und Ja, na dann ziehe ich sicher, halt sicher. irgendwelche Leute da aus Südafrika, Mittelafrika ab. Ist mir doch scheißegal. Genau, ziehe ich dir halt Ne? über den Tisch. Ja. Ne? Ah, so, ein Boot im Mittelmeer, was soll getan werden? Lass uns mal darüber jetzt reden. Gehst du mal bitte weiter? Genau, so, und jetzt haben wir oben und unten zwei Karten mit zwei Optionen. Ich mache mal die Option 1 und du dann die Option 2. Option 1, also 1a, das wäre jetzt, Entschuldigung. Option 1 war A. Bringt sie, also das Boot, die Migranten in ein Boot, bringt sie in einen europäischen Hafen und verteilt diejenigen, die Schutz benötigen, auf die EU-Länder. Die EU-Länder teilen die Verantwortung und Flüchtlinge erhalten Schutz. Ich muss hier schon lachen. Ja. Einige Länder können, einige Länder könnten überfordert werden, wenn nicht alle EU-Staaten zumindest einen Teil der Flüchtlinge aufnehmen. Wollen wir es jetzt so machen, dass ich 1b vorlese oder willst du die Rückseite gleich vorlesen? Ja, es ist, glaube ich, besser, wenn wir dabei bleiben, hier bei der einen Okay, ja, Option. gut. Weil ich will auch die Option hier nochmal kurz kommentieren. Also nochmal, bringt sie in einen europäischen Hafen und verteilt diejenigen, die Schutz benötigen, auf die EU-Länder. Was machen wir mit Also, denjenigen, die nicht Schutz benötigen? Also sie können wir ja einfach die wegschicken. brauchen doch alle Schutz. Ja, genau. Also, das ist wirklich dieses Framing. Also jetzt kommt ihr ins Met. In der zweiten Folge hier kommt wirklich das Met. Ja, und dann haben wir danach auf der Rückseite, genau, der Karten, steht jetzt, was passieren würde, wenn wir dieses Ereignis wählen würden, was mit den Migranten passieren würde. Man muss dazu sagen, in dem Moment, wo wir jetzt normalerweise uns abstimmen würden, über eine dieser beiden Optionen, da würden wir noch nicht wissen, was auf der Rückseite steht. Genau, wir Also, drehen das dann rum, wenn das die meisten Chips bekommt, ne? genau, wir würden es uns natürlich denken können, dass es den Ahmed freut, wenn wir den aufnehmen. Und ein Femi, aber ja. So, ich lese das mal fix vor, okay? Du machst dann Okay. 1b. So, also, wenn wir jetzt 1a wählen, dann steht da, ihr habt entschieden, die Migranten in den nächstgelegenen europäischen Hafen zu bringen und sie innerhalb der EU zu verteilen. Ahmed kriegt einen positiven Chip, der freut sich. Ich kann Asyl beantragen und einen sicheren Ort in Europa suchen. Ja. Was wäre das Fe Menschenrecht, ja. ja, genau, ja, das, ja, super. Femi, ich habe es nach Europa geschafft. Sie sagen, dass sie mich zurückschicken werden, wenn ich nicht als Flüchtling anerkannt werde. Ja, wer es glaubt. Aber ich kann jetzt nicht nach Hause zurück. Jasmin ist es egal, weil die ist ja zu Hause geblieben. Ich arbeite hart, aber mein Gehalt ist niedrig. Ich überlege, nach Europa zu gehen. Ich habe gehört, dass Krankenpfleger dort gesucht und gut bezahlt werden. Das ist hier ein interessanter Punkt von der Jasmin, weil das schafft natürlich Anreize in dem Moment. Wenn du einen nur aufnimmst, dann schafft es für alle anderen Anreize. Ah, hier, ich habe da den und den Bekannten, der hat es geschafft. Der lebt jetzt in Saus und Braus in Europa. Der muss da nichts tun und kassiert ordentlich Geld. So, Und und bei der Jasmin, EU öffentlich. okay, lies erstmal vor, Entschuldigung, ja. ich wollte noch kurz. Bei der EU-Öffentlichkeit würden wir nach links rücken in Richtung offen. Also die Gesellschaft wird offener für Immigration. Also, ist hier ein bisschen komischer Gedanke, weil vielleicht wirst du durch die ganzen Probleme eher verschlossener, aber gut. Die Begründung ist hier, es wurde eine Lösung gefunden. Wir müssen keine Bilder mehr von verzweifelten Menschen auf dem Mittelmeer sehen. Aber wie viele werden noch auf diesen Weg kommen? Alter, wie sich das schon Oh. widerspricht, dieser Satz. Wir müssen keine Bilder mehr von verzweifelten Menschen auf dem Mittelmeer sehen. Doch, weil wenn du die aufnimmst, dann kommen noch viel, viel mehr, Ja, sie die sich sagen da es in ja im ihre Boote zweiten Satz. setzen. Ja, also das ist Genau. wirklich, das ist kognitive Dissonanz, ne? Ja, wirklich. Sogar Also, ohne die Reduktion, aber ja, das ja, und nochmal zur ist. Erklärung, das hier ist von der Universität Luxemburg. Also Leute, die an der Universität arbeiten und die meinen, die hätten irgendwas im Kopf, tun sich in zwei Sätzen selber widersprechen. Glückwunsch. Fall abgeschlossen. Ich hab's jetzt schon so, Was also wirklich.
Was mir noch aufgefallen ist, also die Karten so durchgescrollt sind, die Jasmin ist immer so, oder na, nicht unbedingt immer die Jasmin, aber einer von denen ist immer so der Gegenpol. Also du hast nie drei Smileys, egal was du machst, oder nie Ja, eben, drei eigentlich müssten böse sich ja Gesichter. alle freuen. Ja, Also auch die eigentlich müsste sich Jasmin. selbst die Jasmin freuen, nach dem Motto, naja, okay, wenn ich es jetzt nicht offiziell schaffe, setze mich halt in so ein scheiß Boot, ich werde schon aufgegabelt, ne? Und kann dann meinen Traum leben, Genau. ne? Also, Eben, dass die eben. neutral ist, ist, ach komm, erzähl doch So nicht. ein Quatsch. Ja, und es tut, genau, es tut einfach ihren Optionsrahmen erhöhen von Ja, Jasmin. genau. Also ist doch super. Ja. Ach, schrecklich. Okay, mach du jetzt mal 1b. Okay, 1b. Schickt sie zurück nach Nordafrika und kompensiert die Länder, die sie wieder aufnehmen. Weniger Menschen, die auf irregulären Wegen mit einem Boot ankommen, können in die EU einreisen. Das Leben für Flüchtlinge und Migranten ist schwieriger außerhalb Europas. Die Ausgleichsmaßnahme für Aufnahmeländer ist bei EU-Bürgern unbeliebt. Warte mal Okay, kurz. warum? Das Leben für Flüchtlinge und Migranten ist schwieriger außerhalb Europas. Ja, das ist mir doch egal. Also, das Ja, ist wieder dieser Punkt. ist jetzt Also, auch so ein Satz, ja, der Himmel ist blau. Also. ja, das ist wieder, naja, wisst ihr, was ich meine? Das ist wieder das Ding, wir müssen alle glücklich machen. Also, wenn ich EU-Politiker bin, dann will ich nicht die Leute, oder klar will ich am besten natürlich, dass die ganze Welt glücklich wird, aber in erster Linie muss es heißen, mein Volk zuerst, also meine Bürger zuerst. Ich Da glaube, ist es das ist mir. aber nicht mehr so. Ja, natürlich, das ist mir Überraschung. unbewusst. Also, ich sollte gar nicht an den Ahmed, den Femi und die Jasmin denken. In dem Moment, wenn ich so eine Entscheidung treffe, sondern an den Gerd, den Peter und die Stefanie. Aber jetzt kommt ja gleich Comedy Gold, also die Rückseite. Ja, bitte. Ihr habt entschieden, dass die Migranten zurück nach Nordafrika geschickt werden sollen. Ahmed freut sich. Und denn er sagt, ach komm, ich versuche es einfach noch einmal. Da ich nur noch wenig Geld übrig habe, mache ich es zur Not auch mit einem Schlauchboot aus dem Kicks. Wir haben Glück und werden mit dem Boot einer privaten Seenotorganisation aufgenommen. Also so wie es vorher auch war, aber egal. Ja, das ist so schlecht. Das ist, also, du kannst dich für A oder B entscheiden. Der Ahmed kommt trotzdem. Der Ahmed, der ist trotzdem dabei. Also, Und ich ich habe bin der Ahmed, ich eine. bin auch dabei. Genau. Und ich bin der Femi und bediene hier auch was, denn ich laufe weg und versuche es erneut. Ich weiß, dass ich sterben könnte, aber ich kann nicht nach Hause zurückkehren. Okay. Er kann nicht nach Hause zurückkehren, weil er da ja sein Lebensunterhalt richtig als Fischer verdienen kann. Das war das Ding, ne? Der wurde da nicht verfolgt oder so. Oder gefoltert. Das war der Ahmed. Aber der Fahimi kann trotzdem nicht nach Hause. Ah, das Also. weiß ich gerade nicht. Ich dachte. Doch, 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 so war das. Safe, so war das. Fahimi war der Typ mit dem Schal. Fahimi war der Typ mit dem Schal. Du kannst gerne nochmal hochscrollen. Ich scroll mal fix hoch, genau. Ja, bitte, genau. Also hier, Beweis. Femi, ich kann zu Hause nicht für Stimmt. meinen Lebensunterhalt sorgen. Meine Familie hat Geld geliehen, um mich nach Europa zu Ich schicken. glaube, das haben Also. die verkackt, weil Ahmed würde getötet und gefoltert werden. Nee, ich denke nicht, dass sie es verkackt haben. Also, das ist denen scheißegal. Oh Mann. Und Jasmin ist diesmal ein bisschen angepisst. Warum auch immer. Die Einstellung der Menschen in Europa gegenüber Migranten verändert sich. Ist die EU ein guter Ort für mich? Schwierig. Und was sagt die EU-Öffentlichkeit? Europa kann nicht alle Migranten aufnehmen, die kommen. Aber wie lange können wir sie noch wegschicken? Naja, Ja, bis keiner mehr, lange. ja, bis wir keinen Bock mehr haben. Also klar, lange. Also, ich verstehe die Frage nicht. So, jetzt Also ist es so. jetzt die Operation Southern Borders von Australien hat es ja vorgemacht, ne? Ja, na eben, genau. Also So. souveräne Grenzen für die Und ich erinnere jetzt Deutschliebenden. nochmal, Entschuldigung, ja, ich erinnere jetzt nochmal, eigentlich wäre es ja im regulären Spiel so, wir hätten jetzt unsere Rollenkarten, du bist jetzt EU-Minister 1, ich bin EU-Minister 2, wir haben das ja in der ersten Folge abgeklärt. Und wir müssten jetzt 7 Minuten lang diskutieren. Das machen wir jetzt, liebe Zuschauer, natürlich nicht, dass wir jetzt uns hier ein Rollenspiel starten und du diskutierst aus Sicht von Schweden und Deutschland. Wir können ja uns mal jetzt, wir schließen uns mal kurz zusammen, brainstormen ganz knallhart. Was würdest du aus dem Bauch raus für eine Entscheidung treffen? Würdest du das Boot jetzt nehmen oder nicht? Also da muss ich hart überlegen. Also ich glaube fast.
Es erinnert mich so Darf an ich sagen? diesen, ich glaube, Loriot-Witz Ja. mit wem würden Sie lieber den Abend verbringen? Mit Ihrer A, mit Ihrer Frau oder B? B, 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 ja, B! genau. Ja, ich würde auch sagen Und B. Also da sind ganz wir hart jetzt, B. ja. Genau. So, wir entscheiden uns also für B. Ahmed kriegt ein Smiley, weil er kommt ja trotzdem, der ist trotzdem dabei. Ja. Fimi und Jasmin sind angepisst. Die Öffentlichkeit wird verschlossen. Und wir gehen Und jetzt jetzt zu Karte zur Karte 3. 3. Also genau, das ist jetzt hier so ein Choose Your Own Adventure-mäßiges Ding. So, jetzt sind wir bei Situation 3. Festung Habe ich die. Europa. Genau, sorry, habe ich dich unterbrochen. Genau, legst du das mal vor. Die EU verliert ihr Image als sicherer Ort für Flüchtlinge, an dem das Völkerrecht geachtet wird. Einige Menschen protestieren gegen das, was sie Festung Europa nennen. Alter, warte, Alter, ich habe hier schon so viel anzumerken. Die. Soll ich noch fertig lesen, oder? Ja. Oder willst du reinkriechen? Komm, Ich will hier eigentlich kriech jetzt gerade rein, ja, reingrätschen, komm. sonst vergessen Sie, Leute. Alter, die EU verliert ihr Image als sicherer Ort für Flüchtlinge, an dem das Völkerrecht geachtet wird. Also, weil wir andere Leute zurückschicken, achten wir das Völkerrecht nicht. Also, Völkerrecht ist es, dass du überall einwandern kannst. Ja, So, also so ist so, das doch zu lesen. ich würd Das mal ist. sagen, also dann achten, keine Ahnung, 200 Länder dieser Welt das Völkerrecht nicht. Ja, also dieses Framing ist halt so stumpf in die Fresse. Es geht Also. ja schon mit Festung Europa los. Genau. Oh, Alter, das ist krass. Also Gut, machen wir weiter. hast du mal das Framing Festung USA gehört? Naja, ich glaube, ich habe mal das Framing Festung aus Science, habe ich vielleicht mal gehört, tatsächlich. Australien, aha. Ja, Ja. weil ich meine, die haben ja so eine. Gut, ich lese Na mal weiter. gut. Ja, bitte. Andere sind unzufrieden darüber, dass Menschen aus Nordafrika und dem Mittleren Osten in die EU einreisen dürfen, wenn ihre Herkunftsländer dafür im Gegenzug Flüchtlinge und Migranten aus weiter entfernten Regionen aufnehmen. Okay. Die Hä? Proteste spalten die EU-Öffentlichkeit in Bezug auf das Thema Migration in gegensätzliche Lager und drohen in Gewalt umzuschlagen. Was ist eure Priorität? Also Ja, das okay, heißt, wir machen wir haben weiter. irgendwie mit Nordafrika da so ein Abkommen getroffen, dass die... Moment, jetzt muss ich den Satz nochmal... Entschuldigung. Ja, eben, ich musste darüber auch nachdenken. Ich denke, ich habe es begriffen. Ich denke, es geht darum, dass wir jetzt zum Beispiel mit der Türkei ein Abkommen getroffen haben, dass die jetzt Flüchtlinge aus Syrien nehmen. Dafür kommen im Gegenzug dafür aber einige Türken zu uns. Ah Und ja, die das ergibt Sinn. Türken wiederum, die dürfen bestimmen, wer zu uns kommt. Also, die können sagen: Ja, die uns hier Probleme machen, die schicken wir weg. Oder die, vielleicht die, ja, die zu super toll sind, keine Ahnung. Aber das ist mir jetzt als Konzept völlig neu tatsächlich. Dieses Quid pro quo. Also klar, die Türkei hat ziemlich viele Leute aufgenommen und benutzt das als Druckmittel an sich. Aber dass da jetzt so ein Abkommen wäre, okay, ihr nehmt jetzt hier 3 Millionen Syrer auf und dafür könnt ihr 1 Million Türken reinschicken, ist mir neu. Vor allem widerspricht das doch hier dem Ding Festung Europa. Also wenn die Leute kommen ja so, das ist genau wieder dieses Ding, die Leute kommen ja so oder so, jetzt hier, Ja. so wie es hier steht, ne? Entweder kommen illegal oder durch diese verrückten Abkommen. Ah. Na gut, mal schauen, wo unsere Prioritäten hier liegen, ne? Genau. Was werden wir wohl tun? 3a. Wir können machen. Nehmt mehr Flüchtlinge durch Neuansiedlungsprogramme auf. Einige Flüchtlinge vermeiden Schlepper und gefährliche Reisen und lassen sich stattdessen in den EU-Ländern nieder, die sie über Neuansiedlungsprogramme aufnehmen. Andere Migranten kommen noch immer auf irregulären Wegen in die EU. Okay. Ja, okay, wir machen es doch so, kommen doch gleich zu der anderen Entscheidung. Das ist besser, glaube ich. Okay, oder wir verstärken die Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen. Mehr Grenzschutzbeamte und neue Technologien reduzieren die Zahl der irregulären Einreisen. Schutzbedürftige Menschen. Alter. Das Framing schon wieder. Es tut mir leid, Ja, ich kann. wirklich. Okay, genau. Immer dieses schutzbedürftig, schutzbedürftig. Es Schutzbedürftige geht ja auch Menschen netten Wirtschaftsmigranten. haben es noch schwerer, nach Europa zu gelangen. Der Femi ist nicht schutzbedürftig. Der kommt nochmal, der kommt, der ist ein klassischer Wirtschaftsmigrant. Es steht auf seiner Karte. Der will hierher, um sich. Also, was hat man gesagt? Ersparnisse
zu Hause und Rückkehr. Also, Genau. herrlich. Wirklich, also ist doch klar, wofür wir uns hier entscheiden würden. Natürlich verstärkt die Grenzkontrollen. Nee, mehr, vor allem, ich finde auch ganz ehrlich, ich finde diese Karte ein bisschen dämlich, weil die sich meiner Meinung nach voll doppelt mit dem, was wir vorher hatten. Das ist doch eigentlich nochmal dieselbe Entscheidung in Grün. Weißt du? Das ist, glaube ich, so die Kackkarte. Also, weil die 3A-Karte da mit diesem Ja. Neuansiedlungsprogramm, Ja. das klingt so nach so einem, naja, aber so könnte man das doch lösen, ne? Also, wer das möchte, dass die kommen, dann kommen die halt, aber halt nur in diesen Siedlungszonen. Ne? Aber ansonsten macht man schon Ja. zu. Also, es ist so dieses Weichkochen der Festung Ja. irgendwie so. Wobei ich dazu sagen muss, also klar, du hast recht. Jetzt aus meiner Sicht, dieser Begriff Neuansiedlung, ich finde den schrecklich. Also, das ist wirklich großer Austausch Richtig. als Begriff, weil das hat dieses Gezielte, dieses Intentionale. Wisst ihr, dass ich sage, ja, ich tue jemanden neu ansiedeln. Also, ich tue das wirklich so planen. Das passiert nicht einfach, sondern, ja, ich will, dass hier so ein paar Leute kommen. Ja, wir brauchen ein bisschen billige Arbeitskräfte, solche Sachen. Ja. Und ein bisschen den Zusammenhalt schwächen in dem Land. Da sind die Leute einfacher beherrschbar. Und es ist halt noch mal so auf die Länderebene dann runtergebrochen, ne? Also, ja, wenn ihr das als Land so wollt, natürlich kriegt ihr die. Und wenn ihr da dagegen seid, na, dann machen wir nichts, ne? Also, wenn Polen Ja, sagt, ja. wir wollen die nicht und Deutschland, Überraschung, sagt, ja, her damit, ja, dann sind alle zufrieden fürs Erste. Bis auf, dass die Leute trotzdem dann da sind. Ja, und so, ja, treibt man schlussendlich den Keil dann rein Also in so eine wirklich Front. schlimm. So, und wenn wir uns jetzt dafür entscheiden würden, für die Neuansiedlungsprogramme, dann würde jetzt Folgendes passieren. Ihr habt ja entschieden, die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die in der EU neu angesiedelt werden, zu erhöhen. Okay, das heißt das. So, Ahmed ist glücklich natürlich. Das Boot der Seenotrettungsorganisation hilft mir, in die EU zu gelangen. Ich mache mich selbst auf den Weg zu meinen Cousins. Warte, warte, Aha! jetzt muss ich reingrätschen. Er wird Ja, doch bitte! irgendwo hingesiedelt, wo die sein wollen. Wieso kann er zu seinen Cousins da, die irgendwo Weil es anders leben? natürlich überhaupt nicht funktioniert. Wenn er dann eine Reisefreiheit hat, der geht natürlich sofort in die Stadt oder in das Land, wo seine Kollegen sind. Also, es ist alles so dämlich. Ja. So, Femi ist neutral. Er sagt, ich werde mich beim UN-Flüchtlingshochkommissariat registrieren lassen. Vielleicht werde ich ausgewählt, um als Flüchtling in Europa aufgenommen zu werden. Ja, also, Hochkommissarat? Okay. ich finde nicht mal, dass das neutral ist. Eigentlich müsste der jetzt raus sein, weil, oh, ich kann nicht gratis kommen. Oh. Wobei, kann er doch eigentlich. Vielleicht, ja, okay, egal. So, Jasmin, wenn Europa geflüchtete Menschen schützt, sind sie vielleicht auch offen für Personen wie mich. Aha. Naja, das ist ja das Ding, Jasmin. Du willst ja auch eigentlich nur beruflich kommen. Also, du bist nicht geflüchtet, aber klar, erzähl das einfach allen, nicht geflüchtet. So, und der EU-Öffentlichkeit-Chip würde in Richtung offen gehen bei dem Ereignis. Die Hilfe für geflüchtete Menschen ist wichtig. Schon wieder Geflüchtete. Aber was ist mit Migranten, die kein Asyl brauchen, aber trotzdem kommen und dann ohne Papier bleiben? Ah ja, okay, das ist ja. Und dann ohne Papiere bleiben. Ja, genau Ja, das die Ding, ne? bleiben halt. Oh, wirklich, diese Karte schlimm. Ich erinnere mich noch an diese YouTube-Videos von irgendwelchen Kuttern, wo du dann gesehen hast, die fahren in den Hafen irgendwo in Italien ein und du siehst diese Pässe darunter regnen ins Wasser. Ja, geil. Also, dass wir uns das so vorführen lassen von solchen Taschenspielern-Tricks, ist unfassbar. Ja. Ja, ja, gut. Aber gut, ich bin ja hier der Hardliner. 3b. Verstärkt die Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen. Pardon, das hast du schon gelesen. Es geht jetzt um die Konsequenz, was dann Ach so, oh, passiert. Also, Entschuldigung. Ja, genau, richtig. was Wir würde hatten passieren? es ja abgeändert. Ja, wir nehmen es Gut, zurück. Es ist wir. vielleicht doch besser, das so zu lesen, weil sonst kommen wir nochmal mehr durcheinander. Beim nächsten Mal machen wir es anders. Dann Genau, sind also wir wir noch verstärken jetzt. durcheinanderer. Ja, wir verstärken jetzt die Grenzkontrollen. Ich würde mal sagen, wir Was? machen das, Was? oder? Was passiert? Ihr habt entschieden, dass die EU die Kontrolle ihrer Außengrenzen verstärken soll. Jawohl. Und Ahmed sagt, es ist schwer, nach Europa zu gelangen. Die Küstenwache bringt uns zurück an die afrikanische Küste. Aber ich werde es trotzdem einmal versuchen. Sein Ahmed ist trotzdem dabei. Oh Mann, Ahmed, so geil. Oh, aber ich glaube, Femi ist immer wirklich los. Ich habe kein Geld, um Schlepper zu bezahlen. Das macht mich wütend.
Ich werde alles tun, um etwas Geld zu verdienen und es dann noch einmal zu machen. Also, du kannst dir machen, was du willst, die kommen trotzdem. Das Framing in dem Spiel ist, die kommen halt einfach trotzdem. Ja. Oh, nee. Aber Jasmin freut sich. Es wird immer schwieriger, nach Europa zu einzureisen, aber ich hoffe, dass Leute, die ein Jobangebot haben, trotzdem kommen können. Okay. Also ich finde komisch, dass die hier positiv dadurch ist. Eigentlich müsste das ja jetzt neutral nur sein oder so, weißt Mhm. du? Weil hier steht ja sogar selber in dem Satz, erstmal ist ein negativer Satz, dann ein positiver. Also, Ja, also komisch. sie Komisches freut Ding. sich, dass es schwieriger wird für sie. Das ergibt halt keinen Sinn, ne? Es ergibt null Sinn. Also, Mhm. Universität Gut. Luxemburg, dämliche Leute. So, und die Öffentlichkeit rutscht nach, ja, rechts, könnte man sagen. Immer weniger Personen können die EU-Grenzen ohne gültige Papiere überqueren. Ja, Mensch. Manche Menschen sagen, dass Europa seine grundlegenden Werte und Gesetze nicht mehr respektiert. Alter, Ja, was ist denn dieses schön. Und Framing? damit Ja, gehen es wir ist zu schön, Karte dass das manche 7. Menschen sagen. Ja, es ist aber scheißegal. Ja, wir nehmen das natürlich. Wir verstärken die Grenzkontrollen an die US-Grenzen. Gut. Weiter zu Karte 7 gibt es gar nichts zu diskutieren. Haben wir jetzt schon Also, gemacht. vielleicht mal so als Bild für diese manche Menschen hier, die da angesprochen werden. Böhmermann oder Ja. was? Also, wenn jemand bei dir zu Hause klingelt und du sagst so, ja, hallo, wer ist da? Und du kriegst keine Antwort und der trischt halt die Tür ein. Ja. Das ist genau dieses Szenario. Ja. Der, und der, warte mal, aber der sagt dann noch durch die Tür, sie tun ihre grundlegenden Werte und Gesetze nicht respektieren. Und ich bin schuld. Genau, sie sind schuld. Und jetzt tue ich in die Bude zerkloppen. Deswegen. Ja, Mann. Ah, ich freue mich auf Karte 7. Mal schauen. Ja, ich auch. Ach so, Oh, ah, okay. jetzt sind wir beim Klobo-Homo-Art-Style. Yeah. Ja, zur Erklärung, das war jetzt nämlich die erste Runde. Also wir haben jetzt zwei nationale Entscheidungen, Quatsch, zwei EU-Entscheidungen durchgebracht. Und jetzt haben wir nach diesen zwei Entscheidungen ein Zukunftsszenario. Also was ist das Ergebnis unserer Entscheidung? So. Und das Zukunftsszenario ist weniger irreguläre Einreisen. Juhu! Kostspielige Grenzen und gespaltene Gesellschaft. Vor allem dieses Ding, kostspielige Grenzen. Es ist natürlich, klar, es ist ein bisschen teurer, den Grenzschutz da am Start zu haben, aber es ist auch noch viel, viel, viel teurer, die ganzen Leute im Land zu haben. Also was das für Kosten verursacht. Also da würde ich jetzt sogar ein Fragezeichen setzen wollen, weil wir haben ja einen Grenzschutz, der ist kostspielig, aber der hat halt die Anweisung, ja, macht halt nichts, ne? Also, Ja, es ist dämlich. also der ist schon da. Das ist lächerlich. Vor allem, was jetzt hier passiert in dem Zukunftsszenario. Ahmed erreicht Europa, aber seine Reise ist geprägt von Rückschlägen. Der arme Ahmed Ahmed, ist auch dabei. der arme Ahmed hatte also Rückschläge. Oh, der arme. Aber er ist ja trotzdem da. Jasmin ist besorgt, hofft aber immer noch, dass sie in der EU arbeiten kann. Also die ist noch zu Hause. Und Femi geht das Geld aus. Das macht ihn anfälliger dafür, eine Straftat zu Ja, begehen. das juckt mich doch nicht. Ey. Das ist mir. Vor allem ist es dieses Rechtfertigungsding. Ja, wir sind daran schuld, wenn der Femi Genau. jetzt eine Straftat Es begeht, ist die weißt du? Schuldumkehr. Ja. Ja, die Schuldumkehr, genau. Ihm geht das Geld aus, deswegen sind wir schuld daran, dass er eine Straftat begeht. Vor allem, ihm geht das Geld aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Femi ist ja jetzt noch gar nicht hergekommen. Er will ja jetzt ein neues Geld genau zusammenkratzen. Da, wenn er die Straftat in Afrika begeht, auch da wieder, es ist mir doch egal. Also. Auch spannend, dass er eine Karte vorher noch geschrieben hatte oder gesagt hatte, er geht jetzt hart arbeiten. Und hier steht, er wird vielleicht eine Ja! Straftat Das ist halt seine harte Arbeit. begehen. Ja. Okay. So, und die EU-Öffentlichkeit wird verschlossener. Oh. Es kommen weniger Migranten über irreguläre Routen, aber die Grenzkontrollen sind teuer. Die Beziehungen zu den Nachbarländern, die Migranten aufnehmen, sind angespannt. Die Bedingungen für Entschuldigung. Flüchtlinge. Ja, bitte? Haben wir das denn jemals gesagt, dass die was aufnehmen sollen? Ja, eben, das ist doch dämlich. Wir haben doch hier einfach gesagt, wir haben doch voll dicht gemacht eigentlich. Wir haben Also wir haben doch ja. auch diese Neuansiedlung haben wir doch auch abgelehnt, oder? Bin Geh ich vielleicht nochmal verkehrt? hoch bei dem B-Ereignis 3b. Verstärkt die Grenzkontrollen, haben wir gesagt. Okay. Und davor hatten wir gesagt, das Boot zurückschicken. Und das heißt jetzt. Ah gut, das ist halt wieder das Ding in der Hm? Spiellogik. Die Leute kommen halt trotzdem. Ach so. Gut. Wobei das ja natürlich vielleicht sogar richtig ist. Also du kannst die Kontrollen verstärken, die Grenzkontrollen, aber
wahrscheinlich so ganz perfekt werden sie nie sein. Also irgendwer wird immer kommen. Ach, und du meinst, es gibt dann die Gutmenschenländer, so wie Deutschland, die sagen, ja, komm, wenn sie jetzt schon mal hier sind, wir schicken Ja, das zurück, ja. genau, irgendwie solche Dinge. Oder sowas wie, da gab es ja ganz häufig Episoden, wo dann irgendwelche Boote da ankamen, dann waren die im Hafen so lang, und dann hieß es, naja, was machen wir denn jetzt? Ach komm, dann nimmst du halt doch auf. Dann ziehen sie halt weiter nach Deutschland. Gut, dann waren wir natürlich der Treiber. So, ich lese mal weiter. Einige Europäer begrüßen die verstärkten Kontrollen. Jawohl. Wohingegen andere sich wünschen, dass die EU ein sicherer Ort für Flüchtlinge ist. Egal. Scheißegal. Also das ist so Nonsens. Einige sind dafür, einige dagegen. Ja, und? Okay. Gut, aber das ist ja jetzt egal, weil wir gehen jetzt so oder so zu Karte 8, ne? Warte, stopp. Ich muss da Richtig? mal kurz einhaken. Hm? Wir gehen so oder so zu Karte 8. Ich weiß es nicht. Wenn wir vorher andere Ereignisse gewählt hätten, wären wir vielleicht gar nicht auf Karte 8 rausgekommen. Ach so, ja, das stimmt, das stimmt. Das hätte man dazu sagen sollen. Stimmt, Also scroll mal bitte hoch, scroll mal bitte hoch, scroll mal bitte wenn wir hoch. jetzt den Ah, Den okay. Ja, dann. Lefty, also hier zum Beispiel, da wären wir bei Karte 6 gelandet, ja. Genau, ich. Ja. Und das wäre dann eine andere Zukunftsaussicht gewesen. Genau, ich habe ja das vollständige Ding hier. Ich mache das mal kurz. Ach so, nee, alles klar, alles klar. Das ist eine andere Zukunftsaussicht dann. Genau, ja. Wir kommen dann trotzdem zu Karte 8. Also die zweite Runde beginnt gleich tatsächlich. Okay, Ach alles so, klar. tatsächlich, okay. Ja, die beginnt tatsächlich gleich. Deswegen, oh, hier wieder das Ding. So richtige Wahl hast du gar nicht. Das läuft dir gleich ab. Na gut. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Genau, Ich halt lies mich mal mal gerne zurück. vor. Okay, jetzt kommt der FDP-Take. Arbeiter gesucht. Die Arbeitgeber in eurem Land beklagen sich darüber, dass sie nicht genügend Arbeitskräfte finden können. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so den Text nicht weiterlese. Aber seitdem ich mich das erste Mal für Politik interessiert habe, vor langer, langer Zeit, war das Ja. so ein Standardsatz, der in der Presse rumgeisterte. Oh, es gibt nicht genügend Arbeiter. Wir finden keine Azubis. Dies, Ja. das. Fachkräftemangel. Also, dieser Satz, es ist unfassbar. Ja. Egal, Entschuldigung. Das ist auch so ein Hasssatz von mir, weil ja, gut, da müssen wir noch mal ein Riesenthema aufmachen, aber ich finde, das stimmt halt hinten und vorne nicht. Also gibt es ja immer von diesem IAB, das Institut für Arbeits- und Berufsforschung, da gibt es ja immer diese albernen Studien von wegen Fachkräfte hier, Fachkräftemangel dort. Und deswegen steht da immer drin, ja, braucht man Einwanderung. Naja, dann musst du halt vielleicht irgendwie, das ist auch da wieder, ich habe das in der letzten Folge angesprochen, dieser Wachstumsirrsinn, können halt manche Branchen halt nicht wachsen, dann ist es halt so. Oder dann musst du halt die eigenen Leute anlernen, dass sie das können. Aber dann einfach nur so stumpf zu sagen, naja, dann tun wir halt 1000 Ärzte ranholen. Also, Ja, also völlig, gebe ich dir völlig recht. Und zum anderen, dann verdient halt die Krankenschwester 3000 Euro. Und dann habe ich auch wirklich, auch wenn ich jetzt gar keinen genau. Bock habe, irgendwie Krankenschwester, Krankenpfleger, dies, das zu werden, aber irgendwann sage ich mir so, also in meinem Beruf verdiene ich 2000 Euro, acker mich tot. Dann mache ich lieber den für 3000 Euro, wo ich mich auch tot acker, aber 1000 Euro mehr. Und dann schule ich Genau halt nochmal das. um, ne? Genau das. Wenn es dieses Lohndumping nicht gäbe, diese Masseneinwanderung, dann könnten also die Arbeitnehmer würden davon profitieren. Dann müssten die halt die Löhne hochschrauben. Das ist zumindest meine Ansicht. Ja. Und das Zweite ist ja, also 2015 wurde uns ja noch erzählt, dass diese ganzen Goldstücke da die Rente zahlen würden, ne? Ja, beseelig. Und dass die jetzt ja diese Fachkräftelücke schließen täten. Und davon ist ja gar nichts passiert. Ja, Also, genau man könnte das, sagen, genau es ist das das. Gegenteil passiert. Genau Welche das. Überraschung. Es hat wirklich nur den Grund Lohndumping. Also Also jetzt wirtschaftlich. diese Rumjammerei und die Folgen, das hat eigentlich alles nur das Gegenteil bewirkt. Ja. Okay, mach Gut, gerne ich weiter. lese weiter. Also die Arbeitgeber wollen einen leichteren Zugang für Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifikationen von außerhalb der EU. In dieser Runde geht es nicht um mehr Flüchtlinge und irreguläre Migranten, sondern auch um Migranten, die über reguläre Wege zu Arbeitszwecken kommen.
Jasmin hat sich entschieden, in euer Land zu ziehen. Ahmed und Fehmi leben auch dort. Also die sind Also jetzt trotzdem alle. dieses Ich bin auch dabei, Meme, es ist Ja, wirklich super. Jasmin ist auch dabei. Das ist unfassbar. Ja, ich bin der Ahmed, ich mache heute Party. Dort und dort. Ich bin der Fein. Fehmi, ich mache heute Party. Ich bin die Jasmin, ich bin auch dabei. Fein. Hier steht auch, sie leben auch dort, nicht sie leben und arbeiten auch dort, sondern sie leben auch Ja, dort. genau. Ja. Die, Also sie leben dort. ein sehr, wie soll ich sagen, ehrlicher Satz. Ja. So, was ist eure Priorität jetzt? Wie tun wir dieses Problem behandeln? Kommen wir mal Ich zu wollte Karte bloß noch mal 8. ganz kurz zu der Karte links kommen hier. Ja, bitte sehr, das ist natürlich wichtig, dieses Globo-Homo-Grafik-Ding. Erklär das mal bitte. Ach du, jetzt gar nicht von der Grafik, sondern so eher vom Inhalt. Kennst du noch der kranke Mann vom Bosporus? Sagt dir das was? Nee, ich kann das mal schnell googeln. Das war das Byzantische Reich, oder nicht das Byzantische, sondern das. Jetzt sag schon, also das Das muslimische Reich, Osmanische Reich. Osmanische Reich, danke. Gott, das war jetzt ein bisschen peinlich. Die hatten sich ja lange totgewirtschaftet, da hieß es immer, der kranke Mann vom Bosporus, dem muss man helfen. Und so ist es Ja. irgendwie hier, so der kranke Mann oder die kranke Frau von Europa. Und jetzt kommen ja die ganzen Helfer wie Jasmin und links, sagen wir mal, das ist Ahmed, ne? Das erinnert mich irgendwie dran, ne? Also Europa kann sich nicht Ja. mehr selber helfen und ja. Dieses Bild, ja, das Das ist halt schon, das ist halt wirklich so ein Standard migrationsverherrlichendes Bild, wirklich. Also Ja. die Leute kommen hierher und sind buchstäblich die Krankenschwestern, die uns pflegen, unsere alten Leute und so nett sind und die Rentenkassen stärken und was weiß ich. Es Ah, erinnert mich schlimm. auch an diesen Berlin-Wahl-Werbespot der Linken. Da war ja auch diese Krankenschwester mit der Schreibtafel da, ja, die da den Habe ich schon Pflegesektor vergessen. stärken sollte. Ah, Das okay. ist ziemlich genau das Ah, eine Bild, ja. ja. Das war der Spot, der grafisch sehr gut gemacht war. Ja, Genau, stimmt. Ich erinnere ja. mich. Ah, ja. Und Okay. willst du nochmal auf den Globo-Homo-Aspekt eingehen? Naja, das könnt ihr euch ja denken. Was jetzt hier zu sehen ist in dem Bild, habe ich ja geschrieben. Also, wir haben einen Krankenpfleger, eine Krankenschwester und eine alte Frau, die gepflegt wird. Ja, und ist halt einfach in diesem Globo-Homo-Arzt-Style. Ist alles so weich gezeichnet, so Ja, konturlos, ja. konturlos, genau. Halt wie die South Park-Figuren halt. Also als hätte man die irgendwie aus Pappe ausgeschnitten, ohne Ja. dass du jetzt noch einen schwarzen Rand drumherum malst. Das meine ich. Ja, okay, weiter. So, was ist Dann jetzt unsere Priorität? Wir haben. genau, ich lese wieder die Kackkarte vor. 8a. Erleichtert es, ausländische Arbeitskräfte einzustellen. Arbeitgeber erhalten leichteren Zugang zu Arbeitskräften von außerhalb der EU. Einige Menschen sind besorgt, dass Migranten ihnen ihre Arbeitsplätze wegnehmen können. Oh, dass das Interessanter Punkt. angesprochen wird, Dass das Mensch. hier schon angesprochen wird, finde ich auch geil. So, wenn wir uns, wir machen jetzt mal den Punkt, wenn wir uns dafür entscheiden würden, ihr habt entschieden, es ausländischen Arbeitnehmern zu erleichtern, legal in euer Land zu kommen und zu arbeiten. Ahmed ist neutral, weil der arbeitet ja nicht, nicht Spaß. Ahmed sagt, es gibt mehr Konkurrenz um Arbeitsplätze, aber zumindest verstehen die Menschen, dass Migranten in diesem Land gebraucht werden. Als würde er diesen Satz sagen. Ja, komm. Ja, vor allem, es gibt mehr Konkurrenz um Arbeitsplätze. Also, weil noch, Es also, kommen ja noch mehr Ahmeds. ja, ich verstehe, genau. Also, er sieht sich selber sogar in Konkurrenz zu den anderen Ahmeds wahrscheinlich. Er ist ja, Zumindest er ist ja, verstehen die. er ist jetzt schon ein länger hier Lebender. Genau, Verstehst er ist jetzt ein länger hier Lebender, genau. du? So, Femi ist traurig darüber, weil der will ja nicht arbeiten. Nee. Es finden mehr Kontrollen statt, um irreguläre Beschäftigung einzudämmen. Für mich wird es dadurch immer schwieriger, Arbeit zu finden. Was? Bitte was? Dieser Satz? Also er kann nur irregulär arbeiten oder was? Ich meine, der ist so ein hoch ausgebildeter Fischer. Der wird doch was finden in einem Fischereibetrieb. Der ist doch Fischereitechnik, hat er doch studiert bei sich zu Hause. Fischereitechnik. In Westafrika mit 21. Der hat doch einen Bachelor of Fishing Technik. Fishing Meals Bachelor. höchstens, aber. Ja, genau. Oh, schlimm. Und Jasmin ist positiv. Gestimmt. Das Krankenhaus, das mich eingestellt hat, hat sich auch um meine Dokumente gekümmert. Aber sie haben meine Berufserfahrung von zu Hause nicht anerkannt. Ich verdiene weniger Geld, bis ich eine Prüfung bestanden habe.
Ja, das ist Also halt so, wie es so, ich überall auf der meine, Welt funktioniert, Mensch. so wie es überall auf der Welt funktioniert. Ja, und du kannst nur wirklich nicht sagen, dass in Nordafrika die Krankenschwesterausbildung gleichwertig ist mit der unserigen. Also gerade, Wenn es es gibt ja sie überhaupt sogar, so gibt, ne? Also. ja, eben. Und gerade jetzt hier in, du hast ja sogar Ost- und West, deutsche Unterschiede. Ich weiß es zum Beispiel noch aus meiner Zeit als Zivildienstleistender. In Ostdeutschland wurde den Krankenschwestern immer noch beigebracht, wie du Spritzen setzt. Und in Westdeutschland nicht, da durften das nur Ärzte machen. Ach so. Also, ja, du, und das ist das Ding, du hast ja auch sogar innerhalb eines Landes Unterschiede. Also, und der beschwerte sich jetzt, ja, meine Berufserfahrungen werden nicht anerkannt, ich verdiene weniger Geld, bis ich eine Prüfung bestanden habe. Ja, dann mach halt die Prüfung, wenn du so gut bist. Ja, und vor allen Dingen, sie verdient ja trotz allem sehr viel mehr Geld als da, wo sie Ja, herkommt. na eben, um Also Gottes Willen. lächerlicher Punkt. Lächerlich. So, und die EU-Öffentlichkeit, die wird jetzt offener bei der Kackkarte. Uns fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Migranten sorgen dafür, dass Dienstleistungen wie die Gesundheitsversorgung verfügbar bleiben. Aber es muss mehr getan werden, damit sie sich integrieren können. Christian Das, Lindner. ja, es ist Jetzt ist wirklich dieser pure FDP-Kackpunkt. Also Kapitalismus hier und ja, nicht mal. es. Also es ging ja jetzt hier so ein bisschen um die Gesundheitsversorgung. Das ist aber meiner Meinung nach vorgeschoben. Ist meiner Meinung nach vorgeschoben. Ja, und noch mal dieses, ja, wir müssen mehr tun, damit die sich Ja. integrieren. Ja. Ach, Und also mich wie schüttelt es bei sagst der du da immer so Karte. schön, ja, worin eigentlich? Worin sollen die sich integrieren? Ist ja nichts. Ja, warum? Ach, mich schüttelt es, mach bitte weiter. Okay, die Bürger des Landes zuerst, 8b. Die Ausbildung und Unterstützung für lokale Arbeitskräfte und Investitionen in Technologien werden verstärkt. Dienstleistungen, die typischerweise von einem Migranten erbracht werden, werden teurer. Das ist der zweite Satz schon. Typischerweise, so als hätten wir das seit 500 Jahren so gehandhabt. Das ist so. Ja, ey, hä? Vor allem wird der Döner jetzt teurer, weil den ein Deutscher schneidet, oder? Hä? Die Ausbildung und Zumal Unterstützung. der Satz sagt ja auch aus, also nehmen wir jetzt mal an, dass das stimmt, so das Ding so wie, ja, der Pizzabote und die Ja, Putze, das ja. war ja immer so die Polen und, nein, ne, Polen ist schlecht, aber die Ukrainerin und die Kasachin und ja, und ne, so war das ja früher immer und jetzt macht's wieder Oma Ilse, ne, also das ist. Vor allem ist ja auch das Ding, das ist jetzt hier gar nicht wieder so isoliert zu sehen. Die Dienstleistungen, die werden wahrscheinlich teurer, wenn das Deutsche machen. Aber die verdienen ja auch mehr Geld, das hatten wir vor uns erklärt, dass die Löhne dann endlich mal steigen müssten. Ja. Wir haben einen viel zu niedrigen Lohnanstieg in diesem Land, eigentlich in ganz Westeuropa. Also das ist absurd. Und da muss man halt auch kein scheiß Linker sein, um da zu sagen, also das, was der Typ, der den Betrieb hat, sozusagen an Gewinn abschöpft und das, was beim Arbeiter ankommt, diese Schere, die klafft schon seit 50 Jahren immer weiter auseinander. Also ja, es wäre schön, wenn die sich ein bisschen schließen täte. Das ist das Ding. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, Ja. also ist ja richtig, dass du das bringst, immer den Vergleich mit den Linken, aber ich würde das jetzt zum Beispiel gar nicht so im Widerspruch zu unseren Positionen sehen, also oder jetzt, wie wir uns bezeichnen. Also, ich hatte da mal vor Ewigkeiten ein Video von Emperor Caligula gesehen, das ist ein Channel, den ich sehr empfehlen kann. Und der hatte das mal schön verglichen, die Unterschiede zwischen konservativ sein und rechts sein. Und dass man sich halt als Rechter eher traut, eben noch. Zum Beispiel jetzt linke wirtschaftliche Themen aufzugreifen, wirtschaftliche Punkte. Und deswegen, also für mich persönlich, ich weiß, du auch ne, aber nur zur Erklärung, ich sehe jetzt keinen Widerspruch. Also ich persönlich würde das jetzt nicht so für mich so mega, also rechtfertigen müssen, wenn da einer ankäme, Linker. Ja, aber das ist ja eigentlich links und so, was du sagst, aber du bist doch halt voll harte Rechte. Ja, eben Ja, deswegen. ich muss ja nicht den Kapitalismus verteidigen. Ich bin doch kein FDPler. Also, Ja, ne? genau. Okay. Ich Das wollte es ja nur mal ist ja kurz Bullshit. geklärt haben, Ja. ja. Ich denke einfach, der Unterschied ist, dass Linke und Rechte da verschiedene, ich sage mal in Anführungsstrichen, Lösungswege haben, um dem Problem Herr zu werden. Und sich da dann halt in die Parade fahren. Aber das Positive Aber, ist, dass die ne? Probleme wenigstens auf beider Seite erkannt werden. Richtig, richtig, ja. Und Ja, deswegen kann man in das. der Regel auch mit so Urlinken darüber noch quatschen. Ja. Ja, Also du hast da persönliche Erfahrung. mit irgendwelchen Neulinken oder Woken, gar keine Chance, die haben gar keine, also die haben wirklich Ja. gar keinen Plan, worüber man da eigentlich redet, Ist wirklich spannenderweise. so, das geht ihm völlig ab. Ja.
Also und das ist jetzt hier wirklich naiv, nämlich so ein, ja. so aus Sicht von einer, aus Normie-Sicht, was du meinst, halt aus dieser woken linken Sicht, Dienstleistungen, die von Migranten erbracht werden, werden teurer. Das ist halt so unfassbar kurz gedacht und dämlich. Ja. Hm. Ah. Die denken wahrscheinlich an ihr Lieferanto-Sushi, was ein bisschen teurer wird dann. Ne? Und, ja. Wow. Hm. Gut, genug Brunnen vergiftet. Ich sag mal, was die Folgen sind. Ihr habt entschieden, es schwieriger für Unternehmen zu machen, Arbeitskräfte von außerhalb der EU einzustellen. Und Ahmed ist traurig. Die Politiker sagen, dass Arbeitsplätze zuerst mit Einheimischen besetzt werden sollen. Es ist schwierig, reguläre Arbeit zu finden. Femi wiederum ist glücklich, okay. Es gibt Jobs, die Einheimische einfach nicht machen wollen. Ich finde immer etwas zu tun, auch ohne Papiere. Okay. Und Jasmin ist so zwiegespalten. Das Verfahren war zu kompliziert für das Krankenhaus, das mich einstellen wollte. Aber ich bin trotzdem... Es ist jedes Mal so. Ich habe eine Stelle als Pflegerin in einem Privathaushalt gefunden. Warte mal kurz, wenn ich das kommentieren darf. Ja. Also bei der Jasmin, das ist ja eigentlich auch mega realistisch. So, die kam halt hierher und in den vergangenen Karten hat sich das immer gelesen. Ja, ich frage mich, ob die mich brauchen und ich bin so wichtig. Ich bin noch eine Krankenpflegerin, weißt du? Mhm. Jetzt kommt die halt hierher und merkt, naja, die stellen mich gerne ein, weil das klappt nicht so. Ich bin da, hab dann doch nicht so die guten Karten, bin nicht so gut ausgebildet, wie ich dachte. Ja, ja. Für Pfleger reicht's. Ne? Und bei dem Femi, also ich finde dieses Spiel ein bisschen komisch. Das Konzept in dem Punkt hier mit den Migranten finde ich dämlich. Also warum ist jetzt der Femi zum Beispiel glücklich? Wenn überhaupt, dann hätte das doch für ihn konkret auch eine negative Auswirkung. Warum ist der Ahmed traurig und der Femi glücklich? Also es gibt Jobs, die Einheimischen einfach nicht machen wollen. Ich finde immer etwas zu tun, auch ohne Papier. Ja, dann muggelt er sich halt so durch, aber er würde doch eigentlich glücklicher sein, wenn er einen Job hätte. Aber gut, vielleicht will der Femi wirklich arbeiten. Also, ja, es halt, also dass die arbeiten wollen, ist ja erstmal so, was wir denen hier, also was das Spiel denen in den Mund legt. Ja. Aber warum ist er dann glücklich, wenn er da arbeiten kann? Ja, er kann gut, ja was. Er schreibt ja, ich kann halt schwarz arbeiten, ne? Und, ja, wirklich. Ne? Das kann ich sogar irgendwo fühlen, tatsächlich, ne? Dass er sagt, das ist mir doch egal mit der Bürokratie. Ich gehe halt hier auf dem Bau irgendwie schwarz und wenn die Kontrolle kommt, bin ich immer irgendwie weg. Ja, okay. Ne? Das passt schon, aber ja. Der Satz hier, dass es gibt Jobs, die Einheimische nicht machen wollen, das sollte eigentlich gar nicht mehr passieren dann an der Stelle, oder? Also weil die Karte sagt doch, die Ausbildung und Unterstützung für lokale Arbeitskräfte wird verstärkt. Ne? Also eigentlich ist ja die Politik dahinter zu sagen, hier, wir brauchen mehr Pfleger jetzt mal, um bei dem Beispiel zu bleiben. Naja, die verdienen jetzt 5.000 Euro und dann finden sich schon Leute. Ne? Naja, warte, er bezieht sich ja jetzt wirklich auf Jobs, die die Einheimischen nicht machen wollen. Also wirklich die ganz miesen Jobs zum Beispiel. Naja, schon klar. Man sagt da halt Müllmann oft, obwohl das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Job. Die verdienen richtig gut. Ich denke auch, das ist gar nicht so uninteressant. Hm. Aber sowas wie, was weiß ich jetzt, Straßenfeger. Also was wirklich Stumpfes und körperlich Belastendes. Und das werden halt sich die Deutschen dann nicht nehmen als Job wahrscheinlich. Das überlassen sie dann dem Femi. Ja, aber ich habe die Karte so verstanden, dass auch diese Jobs dann viel, viel besser bezahlt werden. Und damit dann doch interessanter werden. Also wenn ich für 5.000 Euro im Monat die Straße fege, dann sage ich, mein jetziger Job, tschüss. Ich verstehe, worauf es hinausläuft. Ja, okay. So, und die EU-Öffentlichkeit reagiert so, die Gehälter in einigen Sektoren sind gestiegen und die Automatisierung schreitet immer weiter voran. Aber wir haben nicht genug Krankenpfleger und Ärzte. Ja, warte gut, mal. Da gehe ich irgendwie mit. Da gehe ich nicht mehr so richtig mit. Aha. Naja, das ist wieder dieses Ding, immer dieses, ja, wir müssen uns die Leute importieren. Mit den Krankenpflegern und Ärzten jetzt zum Beispiel. Achso, letzte Satz, ja. Ja, also gerade dieses Arztthema, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, da könnte man nochmal lang hier off-topic diskutieren. Aber gerade dieses Arztding, ich verstehe ehrlich gesagt, warum die NCs so absurd hoch sind in Deutschland für Ärzte, wenn Ärzte so viel gebraucht werden. Also klar,
Vielleicht müsste man dann noch weiter differenzieren, dass man dann sagt, ja, wer jetzt Gehirnchirurgie machen will oder Chirurg generell oder was richtig abgefahren ist, der muss vielleicht wahnsinnig gut sein. Aber sowas wie HNO-Arzt, oh Gott, ich tue jetzt wahrscheinlich Leute beleidigen, ich meine das gar nicht so. Ich bin ein absoluter Laie. Warte, stopp, ich sag mal Allgemeinarzt oder irgendjemand, der was verschreibt, keine Ahnung, der sich mit grundlegender Medizin auskennt. Also die Leute sind ja trotzdem nicht doof, die Mediziner. Dass man da einfach mehr Leute zulässt, vielleicht auch, also bei uns ist ja wirklich der NC zurzeit, ich glaube, 1-1 oder 1-0, also völlig absurd, völlig von jeder Realität fern. Das könnte man doch einfach verbreiten. Also einfach mehr Leute aus der eigenen Bevölkerung für solche Jobs qualifizieren. Ja, ich finde den, also ganz ehrlich, ich finde den NC absolut nutzlos. Ich finde in der Aufnahmeprüfung immer viel, viel besser. Dass du Ja, halt wirklich klar. schon zeigen kannst und auch, also gerade beim Medizinerwesen, zu sagen, wir machen auch eine praktische Aufnahmeprüfung. Denn Ja. jetzt als Gegenbeispiel, du hast so den 1,0 NCler, seine Eltern sind auch schon Arzt, die haben ihm schon das Chirurgenbesteck mitgegeben. Und dann geht er da zum ersten Mal Leiche sezieren, fängt an und fällt sofort in Ohnmacht und dann ist er da raus. Dann hat ihn seinem Ja. scheiß NC gar nichts genützt, ne? Ja, auch einfach so diese soziale Kompetenz ist ja auch so ein Ding. Also, ich meine, ich selber kenne aus eigener Erfahrung viele Ärzte, die einfach in dem menschlichen Umgang, finde ich, der auch wichtig ist als Arzt oder in der Erklärung, die da einfach luschen sind. Also, ja, ganz, naja, die sagen, oder ja, auch jetzt bei mir in der Familie hat man auch wieder so einen Fall, da hat er einer übelste Schmerzen, kommt er an zu einem Arzt und er sagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Ich kann Ihnen nur Schmerzmittel geben. Wisst ihr, dann geht er zu einem anderen Arzt und dem fällt da tausend Sachen ein. Wir machen hier die Untersuchung und das. Und dann wurde dem auch geholfen. Und Ja gut, das hast du wahrscheinlich immer, ne? Wie mit dem richtigen Lehrer, da magst du das Fach und mit dem nächsten, oh Gottes Willen, ne? Ja, ist ja, worauf schwierig. ich jetzt hinaus wollte, dass das Thema NC halt nicht alles ist. Also das wollte Da ich jetzt bin ich damit bei dir, ja. illustrieren. Also, sondern geht es halt gerade bei Arzt, was ja auch ein sozialer Beruf ist, weil du eben mit Menschen zu tun hast. Da geht es halt eben auch um solche Dinge, um solche zwischenmenschlichen Geschichten. Ja, also wie gesagt, NC ist Schmutz eigentlich. Ja, Ne? gut. Jetzt sind wir ein bisschen off-topic geworden, aber ja, ich mag halt diesen Krankenpfleger- und Ärzte-Take nicht so. Also, ja. Gut, aber Okay. wir nehmen Karte B. Ich glaube, wir nehmen mal Karte 8b und sagen die Bürger des Landes zuerst. Also, ich weiß, es klingt verrückt, liebe Zuschauer, Ja, aber wir müssen ja. verrückte Wege gehen. Wir gehen verrückte Wege. So, jetzt sind wir bei Szenario 10. Gehen oder bleiben? Also wir sind noch auf der nationalen Ebene. Gehen oder bleiben? Ihr habt beschlossen, es nicht EU-Bürgern zu erschweren, in euer Land zu kommen und dort zu arbeiten. Aber nicht alle Stellen können mit einheimischen Arbeitskräften besetzt werden. Aha. Die Medien berichten über Migranten, die irregulär arbeiten und weder Einkommenssteuer noch Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Sie werden oft von Arbeitgebern ausgebeutet. Und Oha. haben keinen Zugang zu ihren Grundrechten. Ah ja, hier ist ja schon wieder so viel Ei. Mett. So viele Klasse. Strohmänner und Bu also so viele Gespenster, die dich hier an die Wand malen. Auch schlimm. Also ich finde es ja schon mal schön, dass Sie ehrlich sind, dass die Medien berichten. Ja, Genau, da die geht es schon Medien, ja. los. Und hier, ich weiß gar nicht, ich fange jetzt einfach mal an der Stelle an. Hier wird dieses Filming gefahren. Ja, wenn sie richtig hier wären, dann würden sie ja die Steuern zahlen, ne? Und dann hätten wir ja alle was davon. Ja. Da geht's ja schon los. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie sagen, dass der Arbeitgeber sie ausbeutet. Also, dass sie das sich so trauen zu sagen, ne? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz mit den Arbeitgeberausbeutern. Geht es jetzt also um Schwarzarbeit und dass Richtig. die halt, dass es da keinen Arbeitsschutz gibt und so, weil die wollen das ja nicht anmelden. Alles klar, okay. Ja, also sagen wir mal, der Nemi oder wie heißt, würde 2000 Euro verdienen, Femi, Femi, ja. ja, und die kriegt er von seinem Arbeitgeber so auf die Hand, ja, und wenn er regulär wäre, dann müsste der Arbeitgeber, sagen wir mal, 3000 Euro zahlen, weil er 1000 Euro Steuern abdrücken müsste. Jetzt überzogenes Beispiel, aber der Punkt ist halt, er müsste halt 3000 Euro in die Hand nehmen, so nimmt er nur 2000 Euro in die Hand und hat halt 1000 Euro Gewinn gemacht, dass er einen Schwarzarbeiter lässt, schwarz Aber arbeiten warum wird er lässt. jetzt ausgebeutet in dem Fall? Naja, weil dieser Schwarzarbeiter dann halt auch nichts hat von diesen Sozialversicherungen. Er existiert ja offiziell gar nicht.
Und vielleicht kriegt er auch bloß 1500, so nach dem Motto, oh, ich muss dir ja nichts Ja, zahlen, ne? stimmt, weil du, vor allem weil du musst das Angebot annehmen, kann er dem ja sagen, lieber Femi, weil du kriegst ja sonst nichts. Also dann nimm mal lieber das schlechte Angebot von mir an. Besser als nichts. Und denk dran, wenn du Gut. dann 8 Jahre hier bist, dann kriegst du die Staatsbürgerschaft. Ja. Ach so, wir gehen nochmal auf das Framing ein. Du hast links natürlich. Den Naja, da hast du halt. vom Tellerwäscher zum Millionär, Genau, du hast hier einen Ahmed oder so. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der Ahmed und der bestellt jetzt Besteller. So, ja, der einfache migrantische Arbeiter hier am Start. Okay, geh mal weiter, bitte. Wie findest du den letzten Satz mit den Grundrechten? Sie haben Das ist keinen doch wieder so Zugang ein zu ihren Strohmann. Grundrechten. Ja, eben, das ist wie vor uns ein bisschen, also diesen Riesenstrohmann an die Wand gemalt haben mit Völkerrecht. Ja, es gibt Leute, die sagen, die EU tut nicht mehr das Völkerrecht achten, wenn die Migranten mehr kommen oder so. Und sie auch Genau. keinen Zugang zu ihren Grundrechten. Also nur weil wir es erschwert haben, nicht EU-Bürgern in unser Land zu kommen. Also, dass sie Was, immer was, mit was? solchen Vokabeln dann anfangen. Grundrechte, Menschenrechte, Was, was, Völkerrecht. was sind denn die Grundrechte da in dem Fall? Erzähl doch mal. Die sind ja jetzt keine Ja. Staatsbürger. Was für Grundrechte? Verstehe ich immer nicht. Also was hat der Togolese jetzt für Grundrechte hier, wenn er in der EU ist? Naja, ach so, Grund, naja, das müsste man wahrscheinlich jetzt definieren. Also Ja, richtig, die Menschenrechte, sollen so das definieren. Ne? Recht auf körperliche Unversehrtheit und so hat er ja natürlich trotzdem, weißt du? Ja, Ja, aber gut, zum Beispiel Grund, ja, warte mal, stimmt, ein Grundrecht, was natürlich klassischerweise in Deutschland immer angebracht wird, ist natürlich das Wahlrecht. Und klar hat er nicht das Wahlrecht, solche ja. Sachen. Ja, richtig, ja. Weil er ist ja illegal hier. Also, ach Gott, ich verstehe es nicht. Gehen wir mal zu 10a. Ich lese mal die Kackkarte. Wir können Folgendes machen: Regularisiert den Status mancher irregulärer Migranten. Aha, okay. Also, wir machen aus Illegalität Legalität. Der Status einiger irregulärer, soll heißen illegaler Migranten, die sich an die Gesetze. Ja, ich lese jetzt illegal. Der Status einiger illegaler Migranten, die sich an die Gesetze halten und einen Job haben, wird regularisiert. Und sie können im Land bleiben. Warte, Manche warte, warte, Menschen. warte. Der Satz funktioniert doch schon gar nicht. Also wenn du illegal bist, dann hast du dich ja eben nicht an die Gesetze gehalten. Das ist Ja, eben, genau. der Satz schon. Da, ja, wirklich, da hast du schon bei der Einreise, als du den ersten Fuß in das Land gesetzt hast, hast du eine Straftat begangen. Ja. Die wollen wir noch belohnen, oder Unfassbar. was? Oh, so, manche Menschen befürchten, dass dies weitere irreguläre, illegale Migranten ermutigt zu kommen, in der Annahme, dass auch sie irgendwann Papiere erhalten werden. Ja, Ja! diese manchen Menschen haben recht. Ja, manche Menschen haben recht. So, was passiert? Ihr habt entschieden, einigen irregulären Migranten zu erlauben, in eurem Land zu bleiben. Ahmed ist wie immer gut gelaunt. Es ist gut zu sehen, dass Migranten, die in diesem Land arbeiten und sich an die Gesetze halten, auch Papiere bekommen können. Aber da wieder, wenn du illegal einreist, dann hältst du dich nicht an die Gesetze. Und das ist, ja, na gut, ich gehe da jetzt nicht zu. Femi ist traurig. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Ich hatte nicht die richtigen Dokumente. Wo Also auch ist denn da dein wieder. Anglerschein geblieben? Ja, stimmt, der ist ja Master of Gott. Phishing. Ja. Genau. Ja, Jasmin, ich habe meine Papiere. Ich kann jetzt die Sprache sprechen und hoffe, bald eine richtige Arbeit in einem Krankenhaus zu finden. Ah, die hofft noch, okay. Und die EU-Öffentlichkeit, sie wird offener? Ja. Diese Menschen leben sowieso hier. Okay. Ja, okay, ich bin Wenn sie raus. schon mal hier sind, ja. Ja, es ist besser, wenn einige von ihnen bleiben. Was aber, wenn die Regularisierung noch mehr irreguläre Migranten anlockt? Ich Ach, verstehe die das Frage könnte nicht. sein. Das ist so schön. Okay. So, 10b, die Alternative. Versucht, mehr illegale Migranten in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Oh Gott. Einwanderungsbestimmungen werden besser eingehalten. Manche Migranten erhalten Unterstützung, um ihr Leben in der Heimat neu zu beginnen. Einige Migranten werden vor ihrer Rückführung vorübergehend inhaftiert. Manche Herkunftsländer weigern sich, die Menschen aufzunehmen. Oder zurückzunehmen. Also würde ich jetzt einfach mal so 100% unterschreiben, ja. Also auch das mit der Unterstützung finde ich schön.
Ja, dann kriegen die halt noch ein paar tausend Euro in die Hand, aber Hauptsache, die kommen halt nicht wieder. Ja. Bist du noch da? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Ah, ich hatte okay. mich gemutet. Ja. Ja, natürlich, das wäre natürlich besser, als den 1000 Euro jeden Monat zukommen zu lassen. Ach ja. Aber dann Okay, muss dann muss gleich in die Bresche hier gesprungen werden. Aber einige werden inhaftiert. Willst du das? Hey, Ganz natürlich. Also, schlimm. ja, das ist nun mal Teil des Prozesses dann. Also, wenn die rückgeführt werden, ich meine, eh die abhauen und so, das gehört nun mal leider dazu. Aber das Ja. ist halt in, ich meine, nochmal, wir reden hier in dem Moment von Straftätern. Die, also, wir reden jetzt nicht hier von den armen, lieben, kleinen Menschen, sondern, also, klar sind nur Menschen, aber du weißt, was ich meine. Wenn Ja. wir tun jetzt auch nicht bei den Leuten im Gefängnis so groß rumheulen und ah, der kommt dann, wird dann inhaftiert. Ja, wenn du eine Straftat begehst, dann ist es nun mal im Rahmen der Möglichkeit, dass du inhaftiert wirst. Damit musst du rechnen. Richtig, Kein richtig. Mitleid an mir, von mir an der Stelle. Und der nächste Punkt auf der Eskalationsspirale ist ja, es gibt ja Herkunftsländer, die weigern sich, die Leute aufzunehmen. Oder es gibt Leute ohne Papiere. Und ganz ehrlich, das ist so ein richtiger Nullpunkt. Also die EU an sich hat eine sehr gute Verhandlungsposition aufgrund ihrer Wirtschaftsmacht. Die können Ja. jetzt, was ich sag mal, Tunesien sagen, Junge, du nimmst jetzt zurück oder es gibt jetzt keinen Handel mehr und dann gehst du halt pleite. Ja. Ja. Das Ding ist halt in Und dem, das das. Problem ist dann tatsächlich in dem Moment, wo wir einfach nicht wissen, wo er herkommt. Kommt er jetzt aus Tunesien, kommt er aus Syrien, kommt er irgendwoher? Also. Dann kannst du mit irgendeinem anderen Land auf der Welt ein Handelsab oder ein Abkommen schließen und sagen, hier, wir zahlen euch 3 Milliarden und ihr setzt hier in der kasachischen Steppe aus. Und dann kannst du denen das sagen, also hier, Ahmed, Ja. entweder du erinnerst dich jetzt, wo du herkommst, oder es geht nach Kasachstan. Kannst du dir überlegen. Klar, klingt irgendwo 30 Grad zynisch, berücksichtigt. aber Was heißt genauso zynisch? würde ich es auch machen. Die Nee, Leute aber haben ihren es. scheiß Pass weggeworfen. Also es ist. Genau. Die haben hier wirklich schwere Straftaten begangen und die benehmen sich dreist ohne Ende, wenn in dem Moment, wo die wirklich mit falschen oder ohne Papier hier ankommen. Das ist nun mal eine harte Straftat. Und man kann es auch so sagen hier, also wenn du dich jetzt im nächsten Monat daran erinnerst, wo du herkommst, ich weiß, du bist traumatisiert und vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung, dann, aber wenn du in Kasachstan bist und im einen Monat fällt es dir wieder ein, dann schickt man dich dahin, das ist doch gar kein Problem. Das Ja, geht stimmt. alles, ne? Man muss es halt Klar. nur, Man ja, muss man es nur muss die wollen. Eier haben, ja. Man muss die Eier haben, genau. Eine Frage des Mutes auch. So, was würde passieren, wenn wir das wählen? Ich glaube, wir wählen das. Also, wir haben uns entschieden, mehr illegale Migranten zurück in ihre Herkunftsländer zu schicken. Ach, schön, dass die Migranten schreiben, nicht Flüchtlinge. Fällt mir gerade Naja, auf. es geht, ja, es geht ja generell im Spiel um Migranten. Das muss man denen schon geben. Es geht hier nicht nur um Flüchtlinge. So, Ahmed ist ein bisschen angepisst, aber so halbwegs neutral. Dieses Land wird gegenüber Ausländern immer misstrauischer. Ich werde oft von der Polizei kontrolliert. Okay. Und Femi ist immer noch der Hans im Glück. Ja. Es gibt mehr Kontrollen, aber bisher habe ich Glück gehabt. Ich kann immer noch arbeiten und Geld nach Hause schicken. Und Jasmin ist angesäuert. Ich betreue alte Menschen in ihren Häusern. Eine Frau hat meine Arbeit nicht bezahlt. Als ich mich beschwert habe, hat sie damit gedroht, mich bei der Polizei anzuzeigen. Warte ganz kurz, das ist ja wieder Ja. dieses Ding. Wir sollen jetzt hier Mitleid haben mit jemandem, der eine Straftat begeht, mit Schwarzarbeit, weißt du? Ja. Also, nee, warum? Nein, einfach nein. Und da ist auch dieser, nochmal dieser konzeptionelle Missgriff von dem Spiel, dass wir hier den Migranten irgendwelche Smileys aufdrücken. Es ist mir doch egal, wenn die Jasmin eine Straftat begeht, dann soll sie ja traurig sein. Und die kommt doch eh nicht von hier. Also, und ist jetzt illegal hier. Es geht ja hier wirklich um illegale Migranten. Also, Das ist wieder so ein Heulclip, wie du immer so schön sagst, ne? genau, das ist so ein Heulpunkt. Also, warum, dann gebe ich der halt den Smiley, dann ist sie halt traurig, na und? Ja. Ah. Ist ja jetzt nicht so, als wäre sie tot. Also, ne, das Leben ist nicht Ja, vorbei. wirklich. Als, ja, wirklich, wirklich. So, und die EU-Öffentlichkeit rutscht wieder ein bisschen nach rechts. Migranten, die kein Recht haben, hier zu sein, sollen zurückgeschickt werden. Aber es ist nicht richtig, wenn Familien mit Kindern in Abschiebungshaft landen. Wer sagt das? Also, wo kommt das denn jetzt her? Ja, wo kommt das jetzt auf einmal her? Aber Hä? vor allem,
Es ist nicht richtig, wenn Familie. Also selbst das muss ich ehrlich sagen, würde ich wieder Die Aussage widerspreche ist ich. schon falsch, ne? Ich widerspreche da. Natürlich ist es richtig, wenn Familien mit Kindern Abschiebungshaft landen, wenn die abgeschoben gehören. Als hätten die einen Freifahrtschein, weil die ein Kind haben, ne? Ja, sowas Dämliches. Also es ist ein unfassbar dämlicher Punkt an der Stelle. Da, also dieses Spiel wirklich. Ah, am Anfang, so die Rollen, die man spielen soll, das ist schon noch cool. Also, dass du da so 7 Minuten diskutieren sollst. Aber Aber je weiter wir hier reinzoomen, ne? die Karten hier, die sind so durchzogen mit einem Framing. Das ist wirklich unfassbar. Das. Und ich habe schlechte Nachrichten für dich. Das war jetzt erst die mittlere Zoom-Stufe sozusagen. Wir kommen ja gleich noch auf die Stadtebene runter, ne? Ja, wobei wir das dann in der nächsten Folge machen müssen, weil wir sind jetzt schon über einer Stunde. Wir machen jetzt Was? mal. Ja, wir sind schon 5 Minuten Ich nach glaube, einer Stunde. jetzt kommt der Ausblick, ne? Genau, wir machen mal noch den Ausblick und dann lassen wir das für heute dabei. So, das ist jetzt unser Zukunftsszenario durch diese beiden Entscheidungen, die wir getroffen haben. Grauzonen und soziale Spannungen. Ahmed fühlt sich nicht zu Hause. Jasmin hat einen Job, aber es ist schwierig, unter solch unsicheren Umständen zu arbeiten. Also ich kann, sorry, ich kann gerade nur mit dem Kopf schütteln. Also, Ahmed fühlt sich nicht zu Hause. Ja, er ist halt hier nicht zu Hause. Richtig. Bitte, bitte weg. Jasmin hat einen Job, aber es ist schwierig, sich unter solchen unsicheren Umständen zu arbeiten. Naja, sie ist unter unsicheren Umständen, weil sie illegal eingereist ist. Das hat man ja von uns geklärt. Ja. Also auch da, weg, egal. Femi hat vorerst Glück und findet einen Weg. Er hat er Glück, aber weg. Das weg klein schreiben. Die EU-Öffentlichkeit wird verschlossener. Ja, okay, von mir aus. Ausländische Arbeitnehmer sind nicht willkommen und es gibt verstärkte Bemühungen, illegale Migranten zurückzuschicken. Sehr Aber es gut. gestaltet sich als schwierig und kostspielig, Menschen zurückzuschicken, die nicht gehen wollen. Zivilgesellschaftliche Organisationen protestieren gegen Zwangsrückführung. Ja, kann ich mit leben. Das Land ist uneins darüber, wie man mit Ausländern umgehen soll, die Teil der Gesellschaft sind, aber kein Bleiberecht haben. Boah, Alter, die letzten Alter, Sätze. Newsflash, Newsflash. Also, wenn jemand kein Bleiberecht hat, dann ist er auch eine Teil der Gesellschaft. Also, ich weiß was, ja, nee, das ist immer dieses Ding aus Illegalität, Legalität machen. Das ist der Ansatz, den die uns hier verkaufen, in jedem Satz. Boah, Ja, das ist schlimm. ganz viel auch dieses mit dem kostspielig Menschen zurückschicken. Ja, Ja, oh, grausam, also, grausam, grausam. ich bediene mich jetzt mal bei dir mit dem Newsflash. Wir hatten auf einmal 100 Milliarden für die Bundeswehr übrig. Also Ja, lächerlich. lächerlich, wirklich absolut lächerlich. Vor allem, es ist schwierig, Menschen zurückzuschicken, die nicht gehen wollen. Ja, als wäre das jetzt unser Problem. Ja. Ja, hä? Als Da ist müsste, es halt schwierig, das kriegt man schon hin. als so nach dem Motto Nein heißt Nein oder was? Also, Ja, nein. Ja, oh Gott. und NGOs protestieren gegen Zwangsrückführung, ja klar. Ja, das machen Das die immer, die ist. finden immer einen Grund zu protestieren. Wie gesagt, dann nehmt die 20 Syrer und packt die bei euch in eure Firmenzentrale. Ja, genau. Und schon seid ihr geheilt. Ja. Also nicht 20 Syrer, die sich aussuchen können, sondern, ne? Ja, genau, ist richtig, ist richtig. Die werden wir aussuchen. Dann kriegen die feinsten Leute dort in der Chefetage. Ja, und der letzte Satz ist schlussendlich wieder auch wieder so ein Framing, ne? Dieses Uneins. Also, wenn du ein Land hast, dann ist bei ein paar Millionen Leuten hast du immer irgendjemand, der anders denkt. Ne? Aber Ja, hier wird das so wirklich dargestellt, dämlich. als wäre das so 50-50. Vor allem, als wäre es schlimm, wenn Leute anders denken. Ich meine, das macht doch eine Demokratie aus. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Es gibt Proteste in deinem Land. Oh nein, Proteste. Also da. Ja, richtig, richtig. Wow. Ich meine, von mir aus Und wie du schon machen sie sagtest, schon wieder diese Schuldumkehr, ne? Es gibt ja so das. toll Ja. integrierte Ausländer, aber die dürfen nicht, weil kein Bleiberecht. Ja, und? Ja. Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Okay, jetzt haben wir es aber wirklich für heute geschafft. Ich bin jetzt auch bald fertig mit Ja, Nerven. also Oh das je. war also richtig gutes Met ausgegraben. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Stadtebene zoomen, ach, das wird noch schlimmer. Es kann nur noch absurder werden. Also ich hoffe, euch Zuschauern gefällt es auch weiterhin. Bleibt uns gewogen, weil ich fand, also klar, wir haben Wir uns jetzt brauchen schon euren aufgeregt, ab. Zuspruch. Aber es ist gutes Met. Ja, ich schaff's, wir schaffen es sonst einfach nicht, psychisch. Also, es macht uns fertig.
Also mich macht es richtig fertig, Dann, dass lieber sowas noch von so eine, EU-Geldern gemacht wird. Vollgefuckt Berlin am Ende als das. Ja, genau. Hockey, wir machen nochmal Fakt Berlin. Ja. Oh Gott. Okay. Also an dieser Stelle ist es Zeit für das YouTube-Gebet. Amen. Amen. Ihr wisst, was es heißt. Und damit mache ich mal die Gewächshaustür hinter uns zu, oder, Asi? Ja, es war trotzdem wieder schön mit dir. Trotz des Sehe ich auch Themas. so. Ja. Ja, na klar, hat Spaß gemacht, Wir hat's. wissen ja, was wir uns ausgesucht haben. Ja. Also Ja. dann, haut mal rein, Leute. Ja. Tschüss. Tschüss.